Ja, hallo. Willkommen zu diesem Vortrag, wo ich mal ein bisschen meine Abenteuer mit JavaScript beschreiben will und ein paar Beispiele bringen will. Ich sag gleich mal, das wird kein Hassvortrag. Ja, also JavaScript ist an bestimmten Stellen schon ziemlich kaputt. Das werden wir auch gleich sehen, wie kaputt das ist teilweise. Aber mir macht es trotzdem Spaß, JavaScript zu entwickeln. Das war zwar ein langer Weg dahin, aber genau von diesem Weg will ich ein bisschen was erzählen. Ja, wie wird Codequalität eigentlich gemessen? Wisst ihr das? Weiß jemand, wie Codequalität so üblicherweise gemessen wird? Also, richtig. In? What the fucks pro Minute. Ja? Also das ist die übliche Einheit sozusagen, wie Codequalität gemessen wird. Ich glaube, bei JavaScript hat man auch bei gutem Code nicht so ganz wenige What the fucks. wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Also, ups, zurück, so. Ich bin eigentlich aus einem Unternehmen, das Java Enterprise Software macht. Also wir haben eigentlich, oder ich habe ganz viel Java Enterprise gemacht, JBoss, WebSphere, Business Process Management, all diese Sachen, Middlewares, ESBs und so weiter. Also relativ viel in diesem Enterprise-Bereich mit Java und Java Enterprise gemacht und habe mich damit eigentlich ganz gut gefühlt, ja, wie so ein echter Geek. Ja, also fand ich eigentlich eine gute Sache. Es war die geordnete Welt, es war alles gut, ja. Es war alles dokumentiert, es war alles irgendwie, es ging alles seinen geordneten Weg. Man konnte verstehen, was diese Systeme gemacht haben. Ja. Es ging zwar auch alles ein bisschen gemächlich voran, aber es war okay. Plötzlich kam mir jemand und sagt, wir müssen jetzt HTML5 und JavaScript machen. Und ich dachte so, wie? Eben war ich noch irgendwie der Java Enterprise Geek und jetzt soll ich zu so einem Hipster werden oder was? Ja? Also, ich habe mir dann gedacht, naja, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja? Also, ich kam mir ziemlich komisch vor, sag ich mal. Was habe ich also als erstes gemacht? Ich habe gegoogelt. Ich habe mal nach JavaScript gegoogelt. Das ist eins der ersten Bilder, die man findet, wenn man die Bildsuche macht. Ja. Das hätte mich eigentlich schon ein bisschen skeptisch machen sollen. Aber gut, ich dachte mir, naja, ich muss es auch. Außerdem stand da plötzlich unsere Vertriebsabteilung bei mir im Büro und meinte, wir brauchen unbedingt JavaScript. Ja. Die Kunden wollen das. Ja. Die Kunden wollen JavaScript. Tatsächliches Bild übrigens. Daraufhin habe ich mich ein bisschen mit Literatur auseinandergesetzt. Ja? Also das ist kein Fake und auch kein Photoshop, sondern das sind wirklich die beiden O'Reilly-Bücher zu JavaScript. Als Softwareentwickler reicht eigentlich, wenn man das Rechte liest, ja. Das linke Buch insbesondere kämpft auch mit ganz massiven Problemen, die auch in der Struktur von JavaScript beinhaltet sind. Die kommen aber später nochmal drauf. Also ganz viele Seiten da drin beinhalten sowas wie, aber man kann es auch besser machen. Ja. Gut. Ein kleiner Vorgeschmack. Ich versuche mal jetzt auch ein paar Demos zu machen. Ich gehe mal meinem vorbereiteten Skript hier nach und zeige mal, was man mit JavaScript so alles tun kann. Ich hoffe, das kann man alles jetzt hier sehen, was man... Das ist also die JavaScript-Konsole. Also ich kann hier JavaScript-Befehle ausführen und bekomme die Antwort. Ja, also die Browser-JavaScript-Konsole. So, der Klassiker ist zum Beispiel 0.1 plus 0.2 gleich 0.3. Was sollte da rauskommen? Richtig, false. Das ist trotzdem leicht verwirrend. Ja, also ich meine, dieses Problem hat nicht nur JavaScript, sondern ganz, ganz viele andere Programmiersprachen auch. Warum ich es bei JavaScript insbesondere nicht gut finde, dass es sich so verhält, ist einfach, dass JavaScript in ganz, ganz vielen anderen Fällen zu viel denkt. Also das werden wir noch sehen, in ganz, ganz vielen Fällen begradigt JavaScript den Code und sagt, ich denke mal für den Entwickler mit, ja, und mache mal das, was ich glaube, dass er glaubt, dass passieren sollte. Ja. Tut er hier nicht. Also hier wird einfach Bärbohnen direkt aufs Blech gegangen sozusagen und 0.1 plus 0.1 plus 0.2 ist halt das hier. Ja.
was natürlich für jemanden, der mit Fließkommazahlen arbeitet, irgendwie bekannt ist, aber für jemanden, der üblicherweise als Entwickler mit, also ich bin darauf gestoßen, beim Setzen von Lautstärken, ja, die werden nämlich zwischen 0 und 1 gesetzt und bin prompt in die Falle gefallen. Anderer Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Zahl einfach evaluiere, dann kommt 10 raus. Ja. Was ist, wenn ich statt 10 0, 1, 0 mache? Dann kommt 8 raus. What the fuck? Ja. Richtig. Der Grund dafür ist, dass Zahlen mit führender 0 werden als Oktalzahlen interpretiert. Ja. Es gibt noch eine andere Funktion, es gibt diese parseInt, damit kann man Integers parsen aus Strings. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich kriege halt irgendwie, wenn ich da einen String 10 reintue, kriege ich halt eine 10 raus. Ja. Jetzt gab es ganz viele bescheuerte Webentwickler am Anfang anscheinend, die irgendwie da zum Beispiel sowas reingetan haben wie 10 Pixel. Ja. Dann wurde dann irgendwann so ein Workaround eingebaut, kommt 10 raus. Ja. Das Gemeine ist, das funktioniert mit beliebigen Zeichen. Das erste Zeichen, das keine Zahl ist, wird einfach nicht mehr interpretiert. Wenn jetzt ein unbedarfter Entwickler hinkommt und tippt ein 1,9. Kommt 1 raus. Ja? Okay. In der Tat kann man da beliebige Sachen reintun. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist irgendwie, wenn man einen String reinmacht, dann kommt dort ein Number raus. Ja? Was wiederum eigentlich richtige Verhalten ist. Ja, ich dachte mir an der Stelle dann, ja, wo soll das hinführen? Und bin noch ein bisschen weitergegangen. Mal als Beispiel. 5 plus 3. 53. Das ist auch das Verhalten, das oder in ähnlicher Form andere Programmiersprachen haben. Ja. Kann man verstehen, irgendwie 5 ist ein String, plus 3, 3 wird dann in String umgewandelt, wird konkateniert, fertig. Ja. Was passiert, wenn man 5 minus 3 macht? Und das meinte ich mit, es denkt manchmal zu viel. Ja? Ja. Anderer Fall, ein neuer Array mit 16 Einträgen, kommt das hier raus. Ja, so ein Array mit 16 mal undefined. Undefined ist das analog zu 0 für die Java-Entwickler. Wenn ich da jetzt ein Join mache und gebe da ein What the fuck rein, Join konkateniert jedes Element des Arrays mit diesem Wert. Ja? Dann kommt das raus. Kann man auch verstehen. Ja? Also zumindest halbwegs. Ich meine, gut, da kommt jetzt irgendwie ein String raus plötzlich, aber okay. Ja, ist in Ordnung. Ja? Wenn ich jetzt what the fuck plus 1 mache, dann kommt relativ logisch what the fuck 1 raus. Analog zu dem ersten. Was passiert, wenn ich jetzt what the fuck minus 1 mache? Ja, ich gebe mal als Beispiel, tatsächlich, da hat es jemand schon gedacht, ja, ich gebe mal einen Tipp. What the fuck minus 1, not a number. Und das konkateniert, gibt es halt das. Ja. So. Weitere coole Beispiele. Ein leerer Array plus ein leerer Array. Das ist übrigens das Schöne an JavaScript, ist eins von den tollen Sachen, die kommen später auch noch. Objektliterale sind echt was Feines. Also ich kann hier einfach ein Array oder ein Objekt einfach auf der Kommandozeile oder direkt im Code definieren. Ja, das ist eines von den schönen Sachen. Insofern, an der Stelle, aber was kommt da jetzt raus? Array plus Array? Leerstring. Ja, genau. Ist logisch, ist total logisch. Ja? Also macht total Sinn. Leerer Array plus leeres Objekt. Da kommt jetzt Object raus. Ja? Naja,
Das Interessante ist, wenn ich jetzt statt Array plus Object, Object plus Array mache, kommt 0 raus. Ja. Object plus Object wiederum gibt not a number. Ich weiß nicht, wo da plötzlich Zahlen reinkommen, aber naja, egal. auch schön ist das Handeln von der Umwandlung von Literalen in boolsche Werte, also zum Beispiel sowas hier. Ja, könnte man sagen, macht vielleicht Sinn, weil mit ist gleich wird Inhalte verglichen. Ja? Insofern macht das eigentlich Sinn. Allerdings, true gleich gleich true ergibt false. Ja. Interessant ist auch, dass der Objekttyp von null ist Object. Auch irgendwie total logisch. Ja. Wenn man allerdings dann sagt, null instance of object, also fragt, ist das eine Instanz davon, kommt false raus. Interessant ist übrigens auch, dass type of die Typen immer mit kleinen Buchstaben rausgibt, die Klassen aber tatsächlich mit großen Buchstaben heißen. Also wenn ich hier das kleine Object nehme, dann sagt er, gibt's nicht. Ja. Und in Anführungsstrichen gleich gleich ein? True, in Anführungsstrichen gleich gleich ein? Achso. Ja, das gibt false. Achso, die Zahlen 0. Moment. Das gibt auch false, weil es wird Inhalte verglichen. Das heißt, an der Stelle wird tatsächlich die Zahl 0 interpretiert mit der Zahl 1. Ja. Aber in der Tat, das ganze Verhalten ist nicht wirklich hundertprozentig deterministisch. Und ich kann mir eigentlich nur so in der Theorie vorstellen, wie so ein JavaScript-Interpreter innen drin aussieht. Besteht wahrscheinlich aus jede Menge verschiedenen Fallunterscheidungen von allen möglichen Bugs und so, die irgendwie die Jahre mal da reingekommen sind und die dann als de facto Standard definiert wurden. Es gibt mit Sicherheit auch technische Gründe, warum da bestimmte Sachen so sind. Also dieses Array plus Array und so, aber es ist natürlich für den Programmierer absolut intuitiv. Ja. Ein anderer Fall oder ein anderes Ding, was unter JavaScript-Programmierern tatsächlich ein ganz normaler Begriff ist, sind die Begriffe Truthy und Falsy. Ja? Zusätzlich zu True und False. Also es gibt Sachen, die sind so irgendwie true. Manchmal. Also das heißt tatsächlich auch in der Literatur Truthy und Falsy. Ein kleines Beispiel dazu, was das bedeutet. Ich sag mal ein String, t, steht auch da drin jetzt, ja. Frage ich, ist t true? Kommt false raus. Ja. Gut, kann man jetzt einfach sagen, ist einfach vielleicht so definiert. Ja. Wenn ich sage, if t gleich gleich true, Konsole log truthy, else Konsole log falsy. Ja. Dann kommt falsy raus. Ja. Das ist konsistent zu dem oben. Ja. Wenn ich jetzt allerdings sage, statt t gleich gleich true, einfach nur t frage, kommt truthy raus. Ja, ich habe eine Tabelle gemacht. Ja, also ich sag mal so, die Tabelle ist, wenn man die sich näher anguckt, ist die gar nicht so inkonsistent, wie man gedacht hätte. Also ich dachte, die würde viel schlimmer aussehen. Also zumindest mal ist die Diagonale immer grün. Ja. Ja, das stimmt auch. Sie ist also pivotierbar tatsächlich. Also das ist auch sozusagen rechts von der Diagonalen, links von der Diagonalen ist identisch. Was allerdings da mir direkt aufgefallen ist, dass es irgendwie eine wilde Definition gibt, wie boolsche Werte in Arrays, in Strings zusammenhängen. Also zum Beispiel ein String mit einer 0 drin wird genauso interpretiert wie ein String mit nicht
printbaren Zeichen, nämlich als Leerstring. Also ist genau das Gleiche, ist aber false. Ja. Das heißt, für JavaScript ist ein String, in dem irgendwas drinsteht, tatsächlich Characters drinstehen, die aber nicht printbar sind, also ausdruckbar oder sichtbar sind, ist genau dasselbe wie ein Leerstring. Ja. Zumindest für die Auswertung von booleschen Variablen. Ja, Objektorientierung. Objektorientierung ist was Feines. In JavaScript, jetzt kann man darüber lange philosophische Diskussionen drüber führen, ob es in JavaScript überhaupt Objektorientierung gibt oder wie es Objektorientierung gibt. Also irgendwie ist in JavaScript alles Objekt, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und JavaScript hat eine ganz andere Form von Objektorientierung als zum Beispiel Java. Ja, also prototypische Vererbung zum Beispiel ist was völlig anderes, als wie Java das macht, mit Klassen beispielsweise. Mal als Beispiel. String A gleich Hallo Welt. So, String A steht jetzt Hallo Welt drin. Ist ein String. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, wie man Strings machen kann in Java. Und das ist auch analog zu zum Beispiel in JavaScript, das ist analog zu Java. Ich kann jetzt beispielsweise einen String B gleich New String Hallo Welt machen und kriege auch einen String. Und eigentlich würde ich ja sagen, die müssen irgendwie identisch sein. Ja? Also ich meine, ob ich jetzt einen String mit so einem Literal anlege oder einen String mit New String anlege, sollte ja eigentlich irgendwie dasselbe sein. Aber type of String A sagt String, type of String B sagt Object. Ja? String A gleich String B sagt true, weil sie inhaltsgleich sind. Ja? Es gibt bei JavaScript die Möglichkeit, mit drei Ist-Gleichzeichen auch noch den Typ zu vergleichen. Und da kommt false raus, anderer Typ. Das heißt, es gibt irgendwie zwei verschiedene Sorten von Strings in JavaScript. Ja, das betrifft übrigens auch Number und Integer-Literale und so weiter und so weiter. Ja. Nein. Es ist noch ein bisschen kranker als in Java. In Java ist es schon krank, aber hier ist es noch ein bisschen kranker gemacht. Weitere Möglichkeit oder weitere Sache bei Objektorientierung ist hier, will ich jetzt mal nicht abtippen, weil es ein bisschen viel ist, und zwar diese prototypische Vererbung. Da oben wird eine Funktion erzeugt, die heißt Person. Ja, diese Person, diese Funktion Person, die macht im Funktionsbody, setzt die mit this ein paar Attribute. Jede Funktion sind tatsächlich First-Class-Objekte, da werden wir nachher noch drauf kommen. Also jede Funktion in JavaScript ist selbst eine Objektinstanz und kann auch so behandelt werden wie eine Objektinstanz, kann also Attribute haben und so weiter und so weiter. Wenn ich jetzt in dieser Person, die hat ein spezielles Feld, das heißt Prototype, da kann ich Attribute und Funktionen setzen. Kann ich mir also eine Person.prototype.getAge machen und kann da eine Funktion reinschreiben. Jetzt mache ich mir eine neue Instanz von dieser Person. Einfach mit myInstance gleich new Person. Damit wird eine Instanz angelegt. Und ich kann mit myInstance.firstname auf dieses Feld firstname da oben zugreifen und mit myInstance.getAge auf das Alter hier zugreifen. Wenn ich jetzt die Funktion im Prototypen oder irgendwelche Werte im Prototypen verändere, dann schlägt das komplett durch den gesamten Baum durch, also durch alle abgeleiteten Objekte und abgeleitete Instanzen und schlägt sozusagen bis unten drin durch. Wenn ich also diese getAge-Funktion im Prototypen von Personen überschreibe, dann überschreibt es das auch in meiner Instanz, die ich mir eben angelegt habe. Ja? Was natürlich Tür und Tor öffnet für jede Art von Fehler, den man da machen kann, indem man irgendwo in irgendeinem JavaScript-File in seiner Anwendung irgendwo mal ein Prototyp-Feld ändert und dann plötzlich sich denkt, warum an einer ganz anderen Stelle in der Anwendung irgendwie plötzlich jetzt falsche Werte rauskommen. Ja? So. Weitere Sache, es gibt in JavaScript keinen Blockscope. Das ist etwas, wo Anfänger sofort reinfallen. Ja? Kleines Beispiel. V ist 12. Function test. V ist gleich 1, 2, 3, 4. So, jetzt rufe ich Test auf. Dieses Undefined kommt übrigens immer daraus, dass es der Rückgabewert der Operation und das Definieren einer Funktion zum Beispiel ist, liefert Undefined zurück, also Null, und das Ausführen einer Funktion, die keine Rückgabe hat, also keinen Return hat, liefert natürlich auch Undefined. So, welchen Wert hat jetzt V? Richtig, weil kein Blockscope.
Das heißt, die Variable v auf der globalen Ebene wird durch diesen Funktionsbuddy verändert. Ja? Dann hast du eine lokale Variable. Genau, deswegen muss man darauf achten, dass man in den Funktionsbuddies oder in den Blöcken die Variablen mit var deklariert. Ja? Allerdings kriegt man in den meisten Büchern beigebracht, erstmal einfach so zu arbeiten und dann fällt man halt auch ganz fies rein. Ja? Noch viel schöner wird das Ganze, wenn man mit, bitte? Ein var davor schreiben, in dem Body. Also in dem Fall jetzt hier var v gleich 1, 2, 3, 4. Ja? Noch viel schöner wird das Ganze, wenn ich das Ganze mit Funktionsdeklarationen mache. Ich definiere mir eine Funktion a, die gibt einfach nur foo aus auf der Konsole. Ja? Also wenn ich hier jetzt a aufrufe, gibt er foo aus. Jetzt mache ich mir eine if-Deklaration, die nie ausgeführt wird. So. Ist total logisch, oder? Interessanterweise ist, wenn man das anders machen würde, wenn man, also gehen wir nochmal zurück, wir deklarieren a nochmal um, a gibt jetzt wieder foo zurück, und machen hier das Ganze statt in dieser Form mit einer anonymen Funktion. A ist gleich Function. Ja? Das heißt, ich mache hier eine Zuweisung in die Variable a, weil das sind First-Class-Objekte, da kann ich auch eine Zuweisung machen. Wenn ich das jetzt mache, dann ist a weiterhin foo. Ja, sonst würde ja kein foo zurückkommen. Ja? Also, man muss immer darauf achten, wie man Funktionen deklariert und in vielen Büchern kriegt man beigebracht, dass es eigentlich egal ist, ob man die jetzt irgendwie als Funktion deklariert mit Function-Name oder eine Variablenzuweisung macht, aber es macht halt wegen dem fehlenden Blockscope ganz oft halt einen Unterschied. Ja? Und der Blockscope bezieht sich halt auf Funktionsdeklarationen immer insofern, als dass Funktionsdeklarationen, egal wo die stehen in dem Code, völlig egal in welcher Tiefe, in welchen Blocks, die werden immer auf Top-Level-Ebene hochgezogen, bevor überhaupt interpretiert wird. Das heißt, was jetzt hier passiert hier oben bei dem ersten Beispiel, also bei dem hier, ist, dass diese Function A-Definition einfach vor diese If-Anweisung gezogen wird bei der Interpretierung und dass der Body von dieser If-Anweisung einfach leer ist. Also wenn man sich das im Intermediate anguckt, dann sieht man, dass das leer ist, diese Ausführung. Ja? Mhm. Genau, das ist auch der Grund, warum man möglichst viel mit Funktionen arbeiten sollte und weniger mit so Blöcken in irgendwelchen If-Anweisungen zum Beispiel. Ja. Ja, oder mit war. Das, ja. Gut, machen wir weiter. An der Stelle dachte ich mir dann, in was habe ich mich hier reingegeben? Anderes schönes Beispiel sind var-Args. Das tippe ich jetzt auch nicht ein. Warum kommt da irgendwie dieses Ergebnis raus? Ja. Kann irgendjemand vielleicht erklären, warum man, also ganz kurz, dieses Map führt mit jedem Element des Arrays die Funktion auf, die übergeben wurde. Also in dem Fall sollte parseInt mit dem ersten Element des Arrays, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten ausgeführt werden. Also eigentlich würde ich sagen, wir wissen ja, dass parseInt von einem String 10 ergibt 10. Aber wieso kommt dann da 10, not a number 2 und 3 raus? Kann sich jemand denken, warum? Das ist übrigens die Pest, die sie bei Java auch irgendwie eingebaut haben, vor zwei Versionen oder so, nämlich var-Args. Das, ja? Ich glaube, dass parseInt 3 sogar. ParseInt ist nämlich eine Funktion, die drei Parameter aufnimmt. Und, du hast recht, zwei Parameter. Zwei Parameter aufnimmt, nämlich den String
und eine Radix, in der es interpretiert werden soll. Die Map-Funktion wiederum ruft die Funktion, die da übergeben wurde, in dem Fall parseInt, aber mit drei Parametern auf. Ja, also mit nämlich dem Wert, dem Index in dem ursprünglichen Array und das dritte ist mir entfallen, weiß ich nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall drei Parameter. Das heißt, was da passiert ist, das Map ruft das parseInt mit 10, 0 und noch einen dritten Parameter auf. Dann wird das 0 als Radix interpretiert. Ja, das kann er irgendwie nicht, weiß er nicht, was er damit machen soll, macht er einfach Default 10, ohne Fehler natürlich. Ja. Macht übrigens auch keinen Fehler, dass man da die falsche Anzahl von Parametern reintut. Ja. Es wird einfach gemacht. Ja. Es wird einfach sozusagen gemutmaßt, was irgendwie der beste Weg wäre und deswegen kommt da halt Müll raus. Ja. So, da sind wir auch beim nächsten Thema, Fehlerverhalten von JavaScript. Warum ist JavaScript so krank? Ich muss jetzt mal neue Variablen nehmen, weil unter Umständen haben wir die alten schon benutzt. So, Z, einfach deklariert, ist undefined. Ist Z undefined? Ja, ist undefined. Undefined gleich Hallo Welt. Achtung, 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 Achtung. Kein Fehler. Ja? Er sagt, ist alles gut. Hat geklappt. Undefined aber ist immer noch undefined. So, jetzt sagt man sich, was für eine Scheiße. Ja? Wie soll man denn da Fehler finden, wenn JavaScript nie Fehler emittiert? Ja? Das ist das gut, das in der Tat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache, ja, ich mache eine Funktion, die einen Parameter übergeben bekommt, der heißt undefined. Also der Parameter heißt undefined und der gibt einen undefined Parameter aus. Wir haben ja eben gelernt, wir können undefined nicht mit einem Wert belegen, der wird einfach ignoriert. Ja. Wenn ich jetzt aber Test aufrufe mit geht doch. Kommt geht doch raus. Schön ist auch, Test ist ja eine Funktion, das heißt auch ein First-Hand-Object. Das heißt, man kann den Test jetzt an der Stelle auch irgendwelche Variablen belegen. Ja? Geht. Test.lala ist Test drin. Ja? Wenn ich jetzt aber Testname mache, gleich mein Name. Name ist ein vordefiniertes Feld. Braucht man auch ganz selten das Feld Name. Ja? Nicht, dass man mal irgendwie Dollarname gemacht hätte oder Unterstrich oder sowas. Nein, das Feld Name ist ein vordefiniertes Feld, das nicht änderbar ist und in dem der Name der Funktion drin steht. Aber er schreibt nie, wenn man versucht, das zu überschreiben. Nein. Also mit Parametern habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ja? Name ist ein vordefiniertes Feld. Ja. Das Problem bei JavaScript ist im Wesentlichen dieses Fehlerverhalten und gleichzeitig der Zwang zu, oder der fehlende Zwang zu sauberem Code. Also man kann halt da ziemlich krude entwickeln und auch ziemlich krude Sachen machen und man bekommt fast nie Fehler, also Fehler nur wirklich im fatalen Fehlerfall. Und das macht natürlich einerseits das Entwickeln total einfach, weil man hat nie Fehler. Ja? Das Debuggen hinterher, dass es das tut, was man haben will, macht es natürlich relativ schwierig. Ich habe vorhin gesagt, dass in diesem dicken Buch relativ viel Mist drin steht. Das liegt auch daran, dass das ist so ähnlich wie bei PHP, dass die Leute sich irgendwie nicht so richtig einig sind, wie bestimmte Sachen zu tun sind. Ja, also wo man in Java sagt, es gibt eine ganz eindeutige Möglichkeit, wie man Objekte anlegt oder Klassen anlegt. In dem O'Reilly-Buch über JavaScript, in dem dicken, steht dann irgendwie drin, so, und jetzt kommen wir zum Kapitel Objekte. So machen Sie Objekte. Dann wird erklärt, wie Objekte gemacht werden. Am Ende des Kapitels steht, aber wir haben doch eine viel bessere Möglichkeit, wie man Objekte macht. Im nächsten Kapitel steht dann, wie man die bessere Möglichkeit Objekte macht. Und ehrlich, kein Witz, am Ende dieses Kapitels steht, aber es gibt noch eine viel, viel bessere Möglichkeit, wie man Objekte macht. Ja?
Und ich habe bei uns schon Quellcode gesehen, wo alle drei Möglichkeiten drin waren und alle drei auch ineinander verhakelt drin waren. Ja, das war eine perfekte Sache. Und das ist halt auch so ein bisschen an der Stelle die Perl-Krankheit, dass da viele, viele Möglichkeiten bestehen, wie man bestimmte Sachen machen kann. Und es werden auch gern mal alle gleichzeitig benutzt. Irgendwie hat dieses Ding keine Reichweite. Ich mach's mal mit Hand. Ein anderes Problem ist schlechte Bibliotheken, in die man lieber nicht reinguckt. Ja? Eins der Hauptarbeiten, die ich bei JavaScript hatte bis jetzt, war, die richtige Bibliothek für Sachen zu finden. Ja? Wo ich mir echt gedacht habe, okay, ich brauche jetzt mal eine Bibliothek, mit der ich Touch-Gesten abfange. Ja? Dafür, wenn man danach googelt, findet man ungefähr 42 verschiedene Bibliotheken dazu. Und man ist dann die nächsten drei Tage damit beschäftigt, die rauszusortieren, die scheiße sind. Weil es gibt unglaublich viele Leute, die halt glauben, sie könnten JavaScript entwickeln und auch hochwertiges JavaScript entwickeln. Und man merkt erst, wenn man das Ding dann wirklich einsetzt und auch richtig intensiv einsetzt, dass die Teile dann halt wirklich schon teilweise krasse Probleme haben. Und das geht dann halt los bei so Sachen wie hardcodierten Werten oder auch so gerne so Sachen wie mit CSS. Man übergibt in den Parametern für so eine Animations-Library irgendwie eine Zahl für die Width in einem CSS und da wird immer automatisch hinten dran PX konkateniert im Library-Quellcode und solche Geschichten. Ja. Und man will auch in meine Stunde Bibliotheken, ich habe das am Anfang gemacht, mal auch mal reingucken und versuchen da drinnen irgendwie rauszufinden, warum bestimmte Sachen sich so verhalten, wie sie sind. Glaubt mir, tut es nicht. Es ist wirklich teilweise wirklich, wirklich furchtbar. Und das gilt auch für die guten Bibliotheken, leider. Weil, also zum Beispiel jetzt mal Hammer.js, das ist so eine Touch-Library, die Gesten erkennt. Die ist innen drin, also wirklich das Buch des Wahnsinns, ja, weil die alle möglichen Geräte und Mobile-Plattformen abfangen muss und die schlimmsten Sauereien, die sozusagen in den Plattformabhängigkeiten drin sind, über diese Bibliothek abfackeln. Ja, was wiederum ein guter Job ist für einen, aber man sollte da nicht reingucken, sondern einfach so benutzen, wie es ist. Das ist eine Anmerkung. Okay. Es gibt auch gute. Ja, natürlich. Was gibt es jetzt an tollen Sachen in JavaScript? Ja, also welche Dinge sind denn irgendwie schön in JavaScript? Es ist sehr leichtgewichtig. Das sage ich jetzt mal aus der Perspektive eines Java Enterprise Entwicklers. Ja, also, wo man irgendwie daran gewöhnt ist, dass man irgendwie seinen Server startet und das Deployment startet, der Anwendung, und dann sich einen Kaffee holt. Wenn man zurückkommt, hat man vielleicht Glück, dass der Server dann läuft. Ja? Also Startup-Zeiten von 3, 4, 5 Minuten mit Deployment dran und so sind da echt keine Seltenheit. Ja? Ich habe dann das erste Mal was mit Node.js gemacht, da kommen wir gleich auch ein bisschen drauf, wo ich irgendwie gerade aufstehen wollte und Kaffee holen, ja, und dann sagte der fertig, ja, und das ist halt schon echt nett, also man hat auch viel mehr das Gefühl, dass man versteht, was da passiert, ja, oder, ja. Also, gut, das gilt natürlich nicht für die Sachen, die ich eben gezeigt habe, aber wenn man zum Beispiel, ich kriege ja, wer mit JBoss zum Beispiel mal arbeitet, der hat ja, wer sich wirklich mal das antut, mal sich die Startup, das Startup-Log von JBoss anzugucken, ja, da kriegt man ein bisschen Angst, ja, weil da fahren irgendwie Millionen Zeilen Quellcode hoch, ja, die irgendwelche Sachen tun, wo man nicht so genau weiß, hat das vielleicht irgendwelche Seiteneffekte auf meine Software und welche Probleme kann dieses Zeug hier alles irgendwie auf meine 3000 Zeilen Quellcode haben, die ich da jetzt eigentlich gerade deployen will, ja. Also sehr leichtgewichtig. Es ist tatsächlich überall lauffähig, das ist wirklich ein echter Vorteil, deswegen benutzen wir das auch teilweise, weil wir Mobile-Software machen. JavaScript läuft halt tatsächlich auf nahezu jedem Gerät, das irgendwie einen Bildschirm hat. Ja? Also E-Reader sind noch so ein Problem, ja? Aber ansonsten sind eigentlich fast alle Geräte, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Display haben, da läuft irgendwie auch ein Webbrowser drauf oder irgendwie eine JavaScript-Engine. Und das ist halt auch wirklich nett, dass man an der Stelle tatsächlich Code hat, den man überall ausführen kann. Ja? Und das ist eigentlich das, was ja Java ursprünglich auch haben wollte, dieses Write Once, Run Everywhere. Das haben sie mit JavaScript eigentlich geschaffen. Insofern hat Java doch irgendwie was mit JavaScript zu tun. Die Identität zwischen Client und Server ist auch eine nette Sache, und zwar nicht nur von der technischen Perspektive her. Also das ist nicht nur technisch ein interessanter Ansatz, dass man dieselbe Software, die man benutzt für den Server, auch auf dem Client benutzen kann, sondern das hat auch ganz, ganz viel Vorteile für sowas wie Teamzusammensetzung. Ja, also es gibt einfach keine Trennung mehr zwischen einem Frontend-Team und einem Backend-Team, ja, sondern das machen, die machen sozusagen alle dasselbe und können auch entsprechend besser miteinander kommunizieren. Ja, also so ein typisches Team, das beispielsweise auf dem Server Node.js einsetzt mit JavaScript und auf dem Frontend beispielsweise hier Bootstrap, ja, mit jQuery,
die wissen einfach oder die können mit den gleichen Datentypen reden, die können die gleichen Bibliotheken benutzen für bestimmte Sachen, also sowas wie Regular Expressions zum Beispiel oder Verschlüsselung oder Signieren von Daten oder sowas. Das macht einfach extrem viel Sinn, auch von der Teamzusammensetzung halt. Ja? Wir haben auch am Anfang ein bisschen was mit Transformationstechnologien gemacht, hier mit so GWT und so, das ist alles irgendwie im Chaos geendet, weil gerade bei GWT, wer das mal gemacht hat, das war ein netter Ansatz, aber irgendwann kommt man halt bei größeren Anwendungen doch mal drauf, so verdammt, warum ist denn das jetzt so? Und dann muss man durch diese Transformationsschichten durch und so. Ja. Kannst du das noch eine Nummer weitertreiben mit JavaScript? Postgres kann Google V8 als Interpreter nutzen und kannst du obendrein Stop Procedures mit JavaScript in der Datenbank ablegen. Ja. Ja, das gibt, da gibt es einige Datenbanken, die das können. Ja, ich sag mal zum Beispiel CouchDB kann das auch. Also CouchDB, die Map-Reduce-Funktionen, die werden ja auch in JavaScript geschrieben. Und es ist natürlich auch elegant, wenn man das will. Also diese ganzen Sachen hier, insbesondere diese First-Class-Objekte-Geschichten, die Funktionen, die machen es natürlich auch möglich, dass man wirklich sehr eleganten Code schreiben kann und sehr elegante Lösungsmöglichkeiten findet. Manchmal werden sie dann zu elegant, dann versteht man nach 2 Tagen nicht mehr, was man da geschrieben hat. Aber damit kann man schon schönen Code schreiben. Noch ein paar Beispiele. Was eine echt schöne Sache ist an JavaScript, habe ich vorhin schon gesagt, sind Objektliterale. Ich habe also die Möglichkeit, zum Beispiel Arrays oder auch Objekte, also auch komplexe Datentypen, einfach direkt im Code zu erzeugen. Also ich kann hier einfach sagen, B ist jetzt einfach mal ein Objekt, das hat irgendwie zwei Textattribute, zwei Stringattribute und ein Funktionsattribut. Ja. Und wenn ich dann so ein Funktionsattribut habe, dann kann ich das auch als Argument benutzen. Ja, das sind First-Class-Objekte, die kann ich also auch beliebig als Parameter übergeben, Funktionen, und kann damit sowas sehr Elegantes machen, wie im Bereich Callbacks und sowas. Das ist auch das, was man bei Node.js ganz oft braucht. Node.js ist ja so ein quasi funktionaler Ansatz, das heißt, man arbeitet da ganz viel mit Callbacks und mit Funktionsargumenten. Ja, und die prototypische Vererbung, die ist gleichzeitig bei den What the Fucks und bei den Vorteilen. Man kann damit auch echt schöne Sachen machen. Man muss halt wirklich wissen, wie das Ganze funktioniert. Also das ist nicht einfach, diese Sache mit den Prototypes. Und man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Wenn man es aber begriffen hat, dann kann man damit auch sehr eleganten Code schreiben. Ja. Vielleicht noch als Anmerkung, dass zu den Objektliteralen JSON ist ja einfach nur ein JavaScript-Objektliteral. Genau, genau. Das ist übrigens auch... Genau, das ist auch, das ist ja JSON, was hier drauf, also was man hier oben sieht, das ist ja quasi JSON-Notation, also JavaScript Object Notation. Das kann man auch auf Platte speichern, also in Dateien speichern, von Dateien wieder lesen. Das ist auch das Standard-Austauschformat, das man zum Beispiel mit CouchDB macht und so weiter. Also das ist schon echt nett. Es gibt keine Notwendigkeit für ein sehr komplexes objektrelationales Mapping zum Beispiel an der Stelle, wenn man die richtigen Komponenten zusammen einsetzt. Das macht also alles sehr, sehr viel Sinn. Ja, Closures gehen in JavaScript auch, ist ja gerade total in, Closures zu machen. Da wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil das ist natürlich irgendwas, wo so Hardcore-Entwickler total drauf abfahren und sagen, ey, geil, ja, da kann ich ja die tollsten Sachen mitmachen. Aber es ist natürlich auch unter Umständen problematisch, dann hinterher noch zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja? Also in dem Beispiel hier jetzt, da gibt es eine Funktion StartAdd, der übergebe ich eine Parameter und die hat innen drin, setzt sie sich erstmal eine lokale Variable Counter und hat dann eine Funktionsdefinition, die heißt IncrementBy, die dann x, also die ursprüngliche Übergabe an StartAdd, den Counter und das Übergeben, den übergebenen Wert an IncrementBy zusammenrechnet und zurückgibt und dabei noch den Counter um 1 erhöht. Und die Funktion wiederum gibt die Funktionsdefinition von IncrementBy zurück. Also was ich da zurückkommen kriege, wenn ich StartAdd x aufrufe, ist eine Funktion, die ich wieder aufrufen kann. Und das mache ich hier unten, ich rufe StartAdd 5 auf und bekomme eine Funktion zurück, der ich dann wieder Argumente übergeben kann. Ja? Und wenn ich jetzt Start 5 aufrufe mit dem Wert 1, dann kommt 6 raus. Wenn ich dasselbe nochmal machen würde, würde 7 rauskommen und so weiter. Ja, das heißt, der lokale Kontext bei der Definition der Funktion wird erhalten und ist auch nur noch über diesen Weg zugänglich. Also man kommt da nicht mehr anders dran, nur noch über diese Funktion. Und das ist ein... Damit kann man natürlich, also ich sag mal so, dieselbe Funktionalität, so eine Funktionalität zum Beispiel für so einen Zugriffszähler oder sowas, das jetzt irgendwie mit imperativen Code zu schreiben, wäre schon deutlich aufwendiger als so. Ja, also das ist schon sehr elegant hier. Aber ich garantiere euch, wenn ihr euch das anguckt und verstehen wollt, wie das funktioniert und daneben den imperativen Code stellt, dann werdet ihr den imperativen Code deutlich schneller verstehen als den hier. Ja? Und jetzt reden wir noch von so 3 Zeilen. Ja? Ja, Node.js und NPM.
Node.js ist eine extrem gut skalierende Serverinfrastruktur. Eins der besten Sachen in JavaScript oder in der JavaScript-Welt. Es gibt ein paar Alternativen, zum Beispiel WordX. Also wir benutzen im Moment Node.js und sind damit eigentlich auch ganz zufrieden. Ich glaube, dass WordX aber auch einen interessanten Ansatz darstellt. Die Idee bei Node.js ist, dass es im Wesentlichen einfach so eine JavaScript-Engine auf der Kommandozeile ist. Ja, so als Batch-Tool. Das heißt, ich kann hier einfach ein JavaScript-Skript machen, eine Textdatei mit JavaScript-Anweisungen und kann die mit Node.js ausführen. Insofern kann man Node.js auch benutzen wie so einen Bash-Ersatz. Also man könnte damit auch so Skripte machen, also /bin/Node.js zum Beispiel, ja, und dann einfach JavaScript-Code reinschreiben. Das geht damit auch. Aber insbesondere ist Node.js halt für Server geeignet. Das heißt, für hochskalierende Dienste, die zum Beispiel einen REST-Service oder einen HTTP, also einen GET-Service oder sowas anbieten. Mal ein kleines Beispiel, wie einfach es ist, mit so einem HTTP-Server zu machen. Das ist der gesamte Code, den man braucht, um einen HTTP-Server aufzuspannen damit. Ja, also in dem Fall holt man sich die Bibliothek HTTP, macht dann sich eine neue Variable Server, sagt dann HTTP Create Server, übergibt dem einen Callback und dieser Callback wird immer mit Request und Response aufgerufen. Da ist es so ähnlich, sag ich mal, hier wieder wie die Surface-Spezifikation bei Java Enterprise. Ich kann dann hier in diesem Request und Response dann entsprechend Sachen rauslesen oder die Antwort reinschreiben. Und am Ende sage ich dann Server Listen, Portnummer, fertig. Ja, und das war's. Und damit läuft der Server. Und Node.js ist komplett asynchron gebaut. Das heißt, sobald ein Request reinkommt, wird eine neue Übergabe an diese Function gemacht, an diese anonyme Funktion und schon gleich der nächste Request angenommen. Das ist der Schlüssel, dass das Ding so hochskalierend ist. Das ist wirklich auf selbst kleinen Maschinen extrem parallel skalierend, das Teil. Also wir haben mal am Anfang mal so ein paar Tests gemacht und haben versucht, irgendwie Server tot zu kriegen damit und so Fibonacci-Berechnungen gemacht und so. Und wir hatten Probleme, Quellports zu haben, die Verbindungen auf diesen Server aufgebaut haben, damit er irgendwie den stirbt. Also das ist wirklich ein extrem schnelles Gerät, dieses Node.js. Und macht auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, weil, wie gesagt, eine Sekunde Upstart-Zeit. Ja, also Deployment, Development, Run, Debug, das geht alles relativ schnell. Und damit hat man einen deutlich schnelleren Turnaround-Zyklus, auch beim Entwickeln. Weiterhin, ich gebe noch ein paar Pointer von Sachen, die ich für sinnvoll erachte oder die man sich angucken sollte, wenn man sich damit beschäftigt. AngularJS, das finden viele Leute total geil. Ich finde es auch geil, aber ich finde es nicht so geil wie andere Leute. Ich kenne Leute zum Beispiel, die sind fast schon wie so religionsmäßig irgendwie zu mir gekommen und gesagt, sie wären jetzt irgendwie gewechselt von Programmiersprache Y auf JavaScript, nur weil es da Angular gibt. Ja, das ist natürlich meiner Meinung nach völliger Bullshit. Ja. Aber ich habe mir auch so vorgenommen, in jedem Vortrag mindestens einmal Bullshit zu sagen. AngularJS ist ein MVC-Toolkit mehr oder weniger. Damit kann ich sehr, sehr einfach Bindings von Datenmodellen in meinem JavaScript-Space machen zu DOM-Elementen in meinem HTML. Ja, das ist also reines Frontend-Geschichte, das hat mit Node.js jetzt nichts zu tun, das läuft rein im Frontend. Ich kann damit sehr einfach so Bindings machen, ich kann zwei Wege Bindings machen, es gibt da eine Vereinfachung für so REST-Calls zum Server, es gibt so ein bisschen was, mit dem ich meinen DOM ein bisschen klarer halten kann und so. Das besteht also aus mehreren Modulen, man muss auch nicht alle Module benutzen, also Angular ist kein monolithischer Block, sondern besteht so aus 4, 5 Einzelteilen, mehr oder weniger, die auch unabhängig voneinander benutzbar sind. Kleines Beispiel, man kann hier einen Controller anlegen. Ein Controller gehört dann immer zu einem Model dazu und zu einem View, der View ist das HTML, und kann in diesem Controller auf einen Scope zugreifen. Und dieser Scope enthält Variablen. Diese Variablen können, wie in JavaScript halt üblich, Werte enthalten, also Literale, ja, oder irgendwelche Objekte oder sowas, oder halt auch Funktionsdefinitionen. Auf diesen Scope kann ich dann in meinem HTML wieder zugreifen. Und das halt sehr einfach, über zum Beispiel so einen Shorthand, mit diesem geschweiften Klammer auf, also hier, geschweifte Klammer auf, also zweimal phone.name, dann würde auf dem Scope entsprechend in dem Objektinstanz mit dem Namen Phone der Name ausgegeben. Dann kann ich noch so eine Schleife drumherum machen, dieses ng-repeat, Phone in Phonebook. Würde in dem Moment würde dann diese LI-Container würde zweimal dargestellt werden. Einmal für James Bond, einmal für Zaphos Babybox und die entsprechenden Werte würden eingesetzt. Ja. Noch eleganter ist sowas hier unten mit so Filtern. Ich kann also diese Iteration hier, Phone in Phonebook, kann ich filtern über einen Query und dieser Query ist relativ intelligent, da ist wahrscheinlich auch viel JavaScript-Halbintelligenz eingeflossen und kann in dieser Variable Query einen String reinschreiben und es wird automatisch dann gefiltert nach diesem String.
Das heißt, hier würde ein Eingabefeld erscheinen und sobald ich was in das Eingabefeld eintippe, wird die Liste halt entsprechend kleiner oder größer, je nachdem, was ich da eintippe. Ja? Kann man mal zu Hause ausprobieren, genau der Code funktioniert so, wie er da ist. Andere Möglichkeit, ich habe jetzt gesagt, das waren jetzt nur Literale, also Werte, die man in den Scope reinschreiben kann. Man kann auch Funktionen reinschreiben. Also in dem Fall hier double it ist eine Funktion, die bekommt einen Wert übergeben und verdoppelt es. Ja? Und benutzen kann man das hier unten dann, ich habe hier so einen Input-Typ, gut, das ist nicht so wichtig, da ist eine To, also eine Zwei-Wege-Synchronisierung. Ich habe hier ein Eingabefeld, wo ich eine Zahl eintippen kann. Und es wird direkt Double It aufgerufen und der entsprechende Rückgabewert an der Stelle angezeigt. Also ich brauche jetzt keinen JavaScript von Hand zu schreiben, der das irgendwie aus dem DOM rausliest, da irgendwie was schreibt oder sowas. Das geht hier alles automatisch, wird automatisch diese Funktion hier oben aus dem Scope aufgerufen. Was auch geht, ist ein Zwei-Wege-Synchronisierung. Das heißt, ich kann nicht nur Sachen aus dem Scope anzeigen im DOM, sondern wenn ich ein Eingabefeld mache zum Beispiel und binde das mit ng-model an den Scope hier oben oder an diese Variable aus dem Scope, dann werden Änderungen in diesem Input-Field auch wieder zurückgespiegelt. Ja. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen komprimiert, aber wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der findet damit echt schnelle Erfolge und irgendwann macht es auch so Klick. Also irgendwann, das ist bei Angular oder war bei mir zumindest so, ich habe mir am Anfang gedacht, was soll das hier alles? Ja, ich verstehe natürlich nicht, was soll das? Ja. Und irgendwann an irgendeiner Stelle versteht man, wie das alles zusammenhängt und dann denkt man sich, geil, ja, das ist doch echt cool. Ja. Ja, ein paar weitere Sachen, Bootstrap, ich weiß nicht, wer das vielleicht kennt, das ist eine Bibliothek von Twitter, die quasi so eine Art Framework für Webanwendungen im Browser vorgibt. Also in dem Fall jetzt nicht JavaScript, oder wenig JavaScript an der Stelle, sondern eher so eine Umgebung, also Knöpfe, Widgets und so weiter und ein HTML- und CSS-Rahmen dafür. Das heißt, da bekommt man gut aussehende Eingabeformulare, gut aussehende Knöpfe, Möglichkeiten, wie man die Knöpfe ändern kann und so weiter und so weiter. Das Schöne daran ist, keiner will, glaube ich, CSS machen. Ja? Man muss mit CSS sich gar nicht mehr so wahnsinnig beschäftigen und das ist meiner Meinung nach eins von den großen tollen Sachen von Bootstrap. Man wird von dieser total fiesen HTML-CSS-Welt relativ gut abgekapselt. Ja, also es gibt Widgets, die haben eine API, man kann die API bedienen, man kann bestimmte Werte setzen in CSS-Oberklassen und so weiter und dann funktioniert das und man muss sich eigentlich nicht drum kümmern. Das Ganze ist auch browserkompatibel mit Mobile-Browsern und Desktop-Browsern und so weiter und man kommt relativ wenig mit dem Base-Level-CSS in Berührung, wenn man mit Bootstrap arbeitet und das ist echt eine coole Sache. Okay, jQuery muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist eine Manipulationsbibliothek für DOM. Da kann man sehr einfach Informationen aus dem DOM abfragen und ins DOM reinschreiben. Das ist auch essentiell, also das muss man eigentlich immer dabei haben. Angular enthält auch so eine Mini-Version von jQuery, die aber nicht so richtig gut ist. Also ich würde immer noch jQuery mit in den Frontend zumindest reinkriegen. Ja. Ja, und wenn man das Ganze dann irgendwie sich verinnerlicht hat, dann bekommt man doch, und das war bei mir so, das Gefühl, dass man doch irgendwie deutlich schneller und deutlich coolere Ergebnisse erzielt als mit anderen Programmiersprachen. Und das ist eigentlich auch das, was ich bei Java toll finde, mal abgesehen von diesen ganzen kaputten Sachen ja, und diesen ganzen fiesen Fehlersuchorgien, die man da machen muss, wenn man irgendwie bestimmte Dinge halt nicht beachtet. Man ist am Ende doch verdammt schnell am Ziel, wo man mit Java Enterprise zum Beispiel einen viel, viel längeren Weg hätte zurücklegen müssen. Ja. Ich finde Java Enterprise immer noch gut. Ja. Wir werden gleich gucken oder sehen, was sozusagen gut ist bei Java Enterprise oder beziehungsweise was man mit JavaScript nicht machen sollte. Ja? Aber man ist einfach verdammt schnell. Was man mit JavaScript nicht machen sollte. es gibt auch Sachen, die mit JavaScript einfach nicht gehen. Ja? Und man sollte nicht versuchen, es damit zu machen. Als Beispiel, das läuft jetzt übrigens ein paar Minuten, ja, also kein Problem. Ein Beispiel, komplexe Datentypen. Wenn man ein ERP-System bauen will oder ein CRM-System und will das mit JavaScript machen auf dem Server, dann würde ich mir das echt 2 bis 3 Mal überlegen. Ja, weil durch diese untypisierte Eigenschaft und durch diese fehlende klare Abstrahierung in Klassen und Objekte zum Beispiel,
sind komplexe Datentypen wirklich, wirklich schwierig zu handhaben in JavaScript. Also man ist da halt ganz schnell dabei, irgendwo in irgendeinem JavaScript-File ein Attribut einzuführen für seine Objektklasse, also für seine Klasse sozusagen, ja. Und weiß hinterher nicht mehr, wo sind die plötzlich diese Werte hergekommen oder wo werden diese Werte belegt. Also diese Untypisiertheit ist ein echtes Problem. Deswegen, komplexe Datentypen, irgendwas mit Software mit komplexen Datentypen, würde ich eher die Finger von lassen. Ja. Frontends dafür total cool in JavaScript. Also Frontends und auch Mobile-Applikationen, die wenig mit Daten zu tun haben, die vielleicht mal da einen Status setzen oder so oder einfache Datentypen haben oder auch keine Vererbung brauchen oder so, machen da total Sinn. Ja, vielleicht geht's ja ohne Kissen besser. Aber komplexe Datentypen sind einfach nicht dafür geeignet. Was auch unter Umständen ein bisschen problematisch ist in JavaScript, ist eine, ich sage jetzt mal, reale Skalierung. Ja? Also es gibt ja immer so eine theoretische Skalierung oder Skaliermöglichkeit und es gibt eine reale Skaliermöglichkeit. Die theoretische bei JavaScript oder bei Node.js ist echt gut. Ja, also man bekommt aus einem Blech, aus einem Rechner, aus einem Hardware-Knoten viel mehr Leistung raus als mit einem Java Enterprise Container zum Beispiel. Also jetzt sag mal in Requests, parallele Requests, die das Ding abhandeln kann. Wenn man jetzt allerdings in einen Enterprise-Kontext geht und da jetzt tatsächlich eine reale Skalierung bereitstellen muss, die so ein Clustering macht oder sowas, ja, dann kommt man in Bereiche, wo Node.js-Anwender halt ganz wenig hinkommen, sag ich mal. Ja? Weil das halt eher so kleinere Projekte sind oder kleinere Agenturen, die das machen oder die damit arbeiten. Und das ist halt problematisch. Und das ist wunderbar, ne? Deswegen gibt es da relativ wenig Erfahrung und auch relativ wenig Software für sowas wie Clustering von Node.js, Clustering von NoSQL-Datenbanken und so. Das ist halt weit, weit weniger ausgearbeitet als beispielsweise mit Postgres oder mit JBoss oder mit WebSphere oder sowas. Ja. Da ist halt noch ein bisschen Defizit auch. So, ich beende das jetzt mal hier. Nein, es passt nicht. Sonst hätte ich das ja nicht als Beispiel nehmen können dafür. Aber geht doch. Ja. So. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken zur Komplexität. Also, ich habe das vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, was finde ich an JavaScript oder an diesen Technologien eigentlich prinzipiell gut? Prinzipiell gut finde ich, dass man wirklich auch eine Chance hat zu verstehen, was da passiert. Und das macht mir als jemanden, der dann auch Deployments machen muss und der dafür sorgen muss, dass in einem Produktivumfeld dann auch die Software wirklich so funktioniert, wie sie soll, deutlich weniger Magenschmerzen als so ein JBoss, der da 4 Millionen Zeilen Quellcode hochfährt, wovon 3,8 Millionen Zeilen Quellcode überhaupt nicht benutzt werden. Ja? Und wo man nicht so genau weiß, hat das irgendwelche Seiteneffekte. Und wer die alten Tomcat-Versionen kennt, ja, diese schönen Seiteneffekte zwischen den einzelnen Web-Applikationen da drinne, das ist halt schon komplex und die Komplexität wächst. Ja, und gerade mit EGB 3 und den Folgeversionen war es halt so, dass man hingegangen ist und gesagt hat, das ist irgendwie zu komplex für die Entwickler, irgendwie EGBs zu entwickeln. Denn deswegen machen wir es für die Entwickler einfacher und drücken die Komplexität in den Container rein. Ja, und das hat dazu geführt, dass die Container noch komplexer geworden sind. Ja. Also das ist halt die Komplexität insgesamt ist ein großes Problem. Und das hat man bei JavaScript oder bei Node.js, sage ich jetzt mal, hat man einen guten Weg, wie man sowas wieder in den Griff kriegen kann, weil man halt wirklich auch verstehen kann, was da passiert. Das ist halt relativ klein alles. Ja, das ist relativ klein, down to the earth, es ist wenig Code, man versteht sozusagen, was da passiert, mal abgesehen von irgendwie Array plus Array und so, aber man kann nachvollziehen, was der Server und diese Serverinfrastruktur, die man da gebaut hat, jetzt tut. Ja. Man hat eine Chance nachzuvollziehen, was da passiert. Und ist nicht irgendwie an irgendeiner Stelle vielleicht an einem Punkt, wo man sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie 3 Nächte debuggt und irgendwie aus irgendeinem Grund macht der JBoss jetzt nicht an der Stelle das, was er soll. Ich verstehe es nicht, warum. An der Stelle brauchen wir jetzt Support. Ja. Um jetzt so abzuwägen. Also zum Beispiel, du hast ja vorhin jetzt die ganzen Beispiele gezeigt, wo man verrückt wird, ja? Ja. Aber kann man also die sozusagen durchackern und dann irgendwann endlich mal kapieren, so wie du das mit der Tabelle gemacht hast und so und so und so? Und dass man dann weiß, was passiert oder ja. Kommen dann hinterher dann, verstehst du, weil an der falschen Stelle Überraschung ist ja auch doof. Ja, ich glaube, dass, das stimmt. Ich glaube, dass viele Sachen, von denen ich da gezeigt habe, auch deswegen so sind, weil sie unter Umständen bestimmten Situationen das Leben einfacher machen würden, sag ich mal. Also, ich sag mal so,
In meiner täglichen Programmierpraxis, und ich schreibe wirklich jeden Tag relativ viel JavaScript-Code, sind mir ganz viele Sachen, von denen ich da gezeigt habe, noch nie unter die Haube gekommen, sag ich mal. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja? Also das ist mir erst bei der Recherche sozusagen aufgefallen, teilweise die Dinge. Also dieses, ich wusste, dass es Truthy und Falsy gibt, habe das aber immer so ein bisschen in den Bereich der Legenden verbannt, bis ich mich damit mal intensiv beschäftigt habe, und dann kommt man auf sowas. Es ist nicht so, dass man da jetzt in seiner normalen Programmierpraxis, selbst wenn man irgendwie komplexe Server-Software schreibt, da ständig irgendwie drauf trifft. Ja? Man kommt damit klar. Ja. Nur bei kritischen Sachen dann trotzdem über nicht, oder? Nee, doch, aber das sind ja Sachen, die kann man verstehen. Ja? Also ich meine, das sind ja Geschichten, wo man eine relativ kurze Liste machen kann von Verhaltensweisen, also weil diese Tabelle. Die ist dann so an der Stelle komplett. Ich meine, mehr Datentypen gibt es nicht. Ja? An der Stelle ist es dann komplett. Bei anderen Systemen weiß man halt nicht so genau, was da so alles passiert. Ja? Was da im Hintergrund und Seiteneffekte passiert und sowas. Mhm. Also ja, das ist ein Problem, klar. Deswegen reden wir drüber. Aber es ist eins, wo ich sagen würde, es ist einfacher, zumindest mal psychologisch im Griff zu halten, als 4 Millionen Zeilen Quellcode. Kurze Frage, Node.js und Enterprise-Umfeld. Mhm. Gibt es da eigentlich auch Datenbanktreiber für Oracle oder was ähnliches? Gute Frage. Ich würde mal vermuten, dass das irgendwie geht. Habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also, in den meisten Fällen versucht man bei Node.js Sachen wieder asynchron abzufrühstücken, also beispielsweise die Verbindung zu CouchDB oder anderen Datenbanken geht einfach über die Restschnittstelle der entsprechenden Datenbanken. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt gefragt werden würde, wie würde ich eine Oracle-Datenbank so integrieren, würde ich auch erstmal gucken, hat Oracle vielleicht eine Restschnittstelle, ja, wo ich einfach JSON-Daten abrufen kann beispielsweise. Ja. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, ja, wenn es in so Enterprise-Szenarien kommt, dann geht mal los, so, wie mache ich denn da jetzt Transaktionen? Ja? Keine Ahnung, ja? Geht bestimmt irgendwie, aber ja? Also das ist halt genau das Problem. Ich glaube, das kommt auf die Anwendung an. Ja. Gut, ja. Es gibt jetzt so den Ansatz, bei CopyScript JavaScript mehr so als P-Code zu verwenden. Mhm. Ja, finde ich scheiße, aber weil das macht genau das, was ich eigentlich mit JavaScript verhindern will. Also dieses, dass ich mich da wieder durch Schichten von interpretiertem oder umgebastelten Code dann durchwühlen muss. Also ja, es gibt dieses CopyScript, das wird dann halt interpretiert zu JavaScript. Und ja, das hat vielleicht ein paar coolere Sprachfeatures und sowas, ja, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht einsetzen wollen, weil das genau das macht, was dem entgegenläuft, was ich bei JavaScript cool finde, dass ich direkt auf dem Eisen mehr oder weniger arbeite und trotzdem irgendwie eine mehr oder weniger abstrakte Arbeitsumgebung habe. Ja. Bei der Nebenläufigkeit, ja, das gibt's halt nicht irgendwie so. Ja. Also wenn man in Node.js beispielsweise einen Thread oder irgendwo eine Operation macht, die blockt, dann blockt halt der Server. Ja. Also das ist ein Problem. Deswegen ist alles asynchron und Node.js macht ziemlich viel Anstrengungen, dass alles asynchron noch bleibt. Jetzt ist man an der Stelle, wo dann viele Leute sagen, ja, verdammt, bestimmte Sachen lassen sich irgendwie asynchron nicht so richtig machen. Dann komme ich in so funktionale Probleme rein, wie irgendwie so Callback-Blöcke, die so 5-6 Mal nach unten gehen. Ja, also man kennt das so von Lisp zum Beispiel. Und dafür hat sich dann die Node.js-Gemeinde gedacht, dann bauen wir uns doch so eine Support-Library, die nennt sich Async, die dann sowas macht wie, ich übergebe dir einen Array von Funktionen, die werden nacheinander aufgerufen und wenn sie alle durchgelaufen sind, dann wird noch eine letzte abschließende Funktion aufgerufen. Das habe ich jetzt hier nicht drauf, das ist eher so ein What the fuck Node.js, wo man irgendwie die Coolheit von Node.js dann ein bisschen zu weit ausgereizt hat. Also diese totale Asynchronität von Node.js macht natürlich auch Probleme. Gerade wenn man halt, dann ist man wieder bei dem Punkt, ja, warum man das nicht machen sollte, komplexe Datentypen. Ja, dann ist man ganz schnell bei sowas. Also ich muss irgendwie was ablegen in einer Datenbank, wenn das fertig ist, muss ich erst den nächsten Schritt machen und so. Solche Geschichten gehen halt echt schwierig in Node.js. Da muss man halt irgendwie anfangen zu hacken. Ja, das war's an der Stelle. Wir sind auch auf dem Punkt fertig, ich bedanke mich. Nächstes Jahr gibt's dann einen wirklichen Hassvortrag, PHP. Und